Aktuell beziehen ca. 4 Millionen Menschen Bürgergeld in Deutschland. Einen komplett neuen Ansatz hat dieser Mann, den Sie hier im Hintergrund sehen, Carsten Linnemann. Der möchte eine Arbeitspflicht einführen für alle Bürgergeldbezieher nach 6 Monaten, die arbeitsfähig sind. Caro, was sagst du zu diesem Vorschlag? Ja, Carsten, man hatte absolut recht mit und ich finde das einen sehr, sehr vernünftigen Vorschlag, der im Übrigen auch gar nicht mal so neu ist und der 71% der Bevölkerung sagen ja schon seit vielen, vielen Jahren, wenn man sie fragt, dass zumutbare Arbeiten im Gegensatz durchaus ausgeführt werden können, dass man das erwarten kann. Meiner Meinung nach schulden wir soziale Gerechtigkeit, über die wir ja immer wieder sprechen, diesen Debatten, nicht nur denjenigen, die Transferleistungen beziehen, sondern auch denjenigen, die dafür sorgen, dass diese ganzen Leistungen überhaupt bezahlt werden können. Mhm. Also ich meine damit, Solidarität ist ja keine Einbahnstraße.